Während Al seine Scherben aufhegt, sehen wir, worum es nicht geht. Meine Scherben ist gut. Weißt du, Al, heute haben wir was Wichtiges gelernt. Es ist falsch, ein geöffnetes Fenster zuzuknallen, ehe der Assistent den Kopf ganz weggezogen hat. Also dann, wer gezwungen ist, wie ein Mann zu arbeiten, der darf natürlich auch wie ein Mann spielen. Wenn ein Mann immer nur arbeitet und niemals spielt, wird er so wie Al. Dieses Wochenende verbringen viele Männer mit Spielen. Und zwar bei den altschottischen Highland Games. Und wir haben jemanden eingeladen, der uns davon erzählen wird. Bitte Applaus für Mr. Agnes MacLeod. Hallo. Willkommen bei Tooltime, Agnes. Ich heiße Angus, nicht Agnes. Oh, Ihr Rock hat mich etwas verwirrt. Ja, erstaunlich, Tim. Viele äußerst männliche Männer tragen Röcke. Und bestimmt finden die dich alle sehr attraktiv, Al. Nebenbei bemerkt, Timmy, das ist kein Rock, sondern ein schottischer Kilt. Siehst du, das ist ein Kilt und kein Rock. Und Samstag sind Tim und ich mit von der Partie bei den Hochlandspielen, um das Projekt Bildung zu unterstützen. Das wird ein Riesenspaß. Es gibt Weitsprung, Trommeln, Dudelsackspielen der Schäferhunde und Baumstammwerfen. Baumstammwerfen? Ja, das gehört zur schottischen Leichtathletik. Man hebt einen Baumstamm hoch, hält ihn so mit beiden Händen, dann nimmt man Anlauf und wirft ihn so, dass er sich überschlägt und exakt in Wurfrichtung landet. Noch ein Supersport aus dem Land, aus dem Golf kommt. Es erfordert viel Können und Kraft, um Stämme zu werfen. Aber natürlich, Angus, man nimmt irgendeinen Knüppel und wirft ihn weg. Ich bin sicher, dass alle gern sehen würden, wie du wirfst. Das interessiert doch... Siehst du? Okay, ich nehme die Herausforderung an. Wieso nicht? Wer dauernd Erls Rübe vor sich hat, kennt sich aus mit Holz. Bis zum nächsten Mal bei Tooltime, Leute. Hi, Mom! Hast du die Ringbücher? Oh ja, aber die hatten keinen Terminator mehr. Bloß noch diese zwei ohne Bilder und das hier. Mom! Da ist ein Hund mit einem Regenbogen drauf. Es gab nur das oder ein paar Kätzchen auf einer Wiese. Wieso schreibst du mir nicht gleich breit auf den Rücken? Ich bin die größte Doofbacke der Schule. Das Ding kann ich nicht gebrauchen. Doch, natürlich. Sei ein bisschen kreativ. Du kannst einen Panzer hier auf den Regenbogen draufmalen. Und ein paar Bomber, die irgendwelche Bomben auf das hübsche Hundchen schmeißen. Abend, Leute. Hallo, Dad. Hier. Es hat geklappt. Ich habe die begehrtesten Karten der Stadt. Vorn, zweite Reihe. Du hast Karten für Madame Butterfly? Ich hab's versucht, aber die waren ausverkauft. Ich hab die nächstbesten gekriegt. Sonntag. Truckenstein gegen Forzilla im alten Silverdom. Hey, ja. Lass mich mal sehen. Die größte Monster-Truck-Rally aller Zeiten. Sonntag. Was soll ich bloß anziehen? Du hast keine Karte, Schatz. Ich hab das Haus für mich am Sonntag. Eure Mutter hat von den schönen Dingen im Leben keine Ahnung. Heulende Anlasser, Benzinschwaden, Schlamm und... Wir haben einen neuen Kompressor in Truckenstein. Allerdings, das Ding hat eine 7-Liter-Maschine vorne drin. Oben ein 671er Roots-Kompressor. Spitze. Darunter zwei fette 750er Vierfachvergaser.
Der gleiche Typ, den wir bei uns einbauen wollen. Ja, wann bringen wir den Auspuff in Ordnung? Wir fangen gleich an, wenn du willst. Cool. Kann ich den Schweißbrenner benutzen? Ja, klar. Danach warten wir alle draußen, bis die Feuerwehr kommt. Das wäre nicht der erste Feueralarm bei uns. Ich gehe ran. Es ist bestimmt seine Freundin. Hallo, Jennifer. Hallo. Oh, hallo, Mrs. Blackburn. Die Schuldirektorin von Brad. Wirklich? Brad hat gesagt, wir sind in Frankreich. Erwischt. In Frankreich? Komm her. Oh. Oh, das tut mir schrecklich leid. Ja, ja, wir werden die Geschichte gleich mal klären. Ja, wiederhören. Frankreich? Boah, Mom kriegt kein Wort raus. Das muss was Schlimmes sein. Macht schon, raus, zieht Leine, verschwindet. Das geht euch nichts an, haut ab. Komm mal raus, wenn's gut wird. Oh. Ja. Also, was gibt's? Willst du es deinem Vater nicht erzählen? Ach, die Sache war halb so wild. Ich habe in der Cafeteria rumgealbert. Rumgealbert? Er hat einen sezierten Frosch aus dem Bioraum mitgenommen, auf einen Salatteller gelegt und Joghurtdressing rübergegossen. Ich wollte nur dem Jungen eins auswischen, aber Mrs. Blackburn hat sich vorgedrängelt. Hat sie ihn gegessen? Bloß teilweise. Oh Mann. Wieso hast du das getan? George hat mich dazu gezwungen. Er wollte wetten, dass ich mich nicht traue. Er hat verloren. Ja, er hat verloren, du hast gewonnen. Tim, was haben wir für unseren Gewinner? Tja, Jill, unser kleiner Froschmann wird jetzt ziemlich viel Zeit hier verbringen, weil er am Wochenende Hausarrest hat. Oh Mist! Und das bedeutet keine Monster Truck Rally. Dad! Sonntag, warte, wir werden darüber reden. Worüber reden, Tim? In der Garage, komm mit. Danke, dass du mich zum Buhmann machst. Was? Wie war das? Wir werden darüber reden. Das bedeutet, mein Freund, der Vater aller Väter, will mich zur Truck Rally gehen lassen. Aber diese nervige Mutter, die ich habe, will nicht. Das machst du jedes Mal so, Tim. Ach, warum bist du immer so nervig? Brad hat sich furchtbar auf die Rally gefreut. Zum ersten Mal ist Fort Zilla wieder am Start. Oh, es ist also was fürs Herz. So sieht's aus. Tim, hör mal, unser Sohn hat einen toten Frosch aus dem Bioraum mitgenommen und auf den Salat gelegt. Hör auf zu lachen, die Schuldirektorin hat was davon gegessen. Ist besser, als immer nur Fischstäbchen zu kriegen. Komm schon, das war ein Streich, nur ein kleiner Streich, was sonst? Du hast sowas auch gemacht. Das habe ich mit Sicherheit nicht. Und wer hat den Pudding in Vera Andersons BH reingestopft? Das ist niemals bewiesen worden. Du verstehst schon, wir haben auch Streiche gespielt. Wie kann man da so streng sein? Na schön, dann machen wir es so. Er kann zur Rallye gehen. Mhm. Aber er entschuldigt sich bei Mrs. Blackburn und er hat am Wochenende Hausarrest. Sehr gut, einverstanden. Und ich sag ihm, dass ich irgendwann ärgerlich werde und dass es ein rüpelhaftes Benehmen ist, Teile von toten Fröschen auf Salatblätter zu legen. Jedenfalls ohne Weinsauce. Oder Limonengelee. Bingo. Brad, was soll das heißen? Warum bist du nicht oben und lernst? Mom, das ist Officer Carey. Hallo, ich bin Mrs. Taylor. Kommen Sie doch bitte rein. Ma'am? Tim Taylor, Brads Vater. Ist was passiert? Sir, Ihr Sohn hat mit einigen Freunden ein Treibhaus mit Steinen beworfen. Seine Freunde sind weggelaufen. Gefasst haben wir nur ihn. Ist jemand verletzt worden? Oh nein, der Besitzer muss das Haus aufgegeben haben. Ich glaube auch nicht, dass der Betroffene Anzeige erstatten wird. Kriegt der Handschellen und Brad ins Gefängnis? Ab nach oben. Los, marsch ins Bett. Oh, hallo. Tja, das war's wohl. Hör zu, ich will dich nie wieder bei so einem Blödsinn erwischen, verstanden? Schönen Abend noch. Wiedersehen. Danke. Nicht zu danken. Pflanz dich auf das Sofa und rühr dich bloß nicht vom Fleck. Du hast Hausarrest hoch drei. Wer sind diese Jungs, die offenbar schneller laufen können als du? Los, Brad, antworte ihm und sitz gerade. Nur ein paar Freunde. Aha, dieselben, die dich dazu gebracht haben, den Frosch im Dessert zu verstecken? Es war Salat. Sei nicht so vorlaut. Erst schleichst du dich raus, wenn du Hausarrest hast, dann wirfst du Fenster kaputt. Was ist denn bloß los? Ich wollte sie gar nicht kaputt werfen. Was? Hast du etwa in Physik nicht aufgepasst? Denkst du etwa, der Stein bleibt im Fenster stecken?
wollte diesen blöden Stein über das Haus werfen. Er wollte ihn rüberwerfen. Nur sieh mal an. Das gibt extra Arrest. Kein Fernsehen, keine Freunde, keine Telefongespräche. Und keine Monster Truck Rally. Das ist unfair. Was ist unfair? Ich setz mich für dich ein. Und was machst du? Die Polizei anschleppen. Ich werde zu dieser Rally gehen. Du wirst ins Bett gehen. Du kannst mir sowas nicht verbieten. Doch, das kann ich sehr wohl. Das ist mein Job. Jetzt geh nach oben. Und schlag dir Frau Ziller aus dem Kopf. Die Karte kriegt jemand anders. Kann Billy mitgehen? Halt die Klappe! Oh, Baby, das steht dir gut. Du wirst doch wohl keine kleinen Mädchen ärgern wollen. Nein, das meine ich ernst. Das ist wirklich sexy. Ehrlich? Ja, du hast die richtigen Beine. Er könnte nur kürzer sein. Der Kilt. Weißt du, ich sollte dir dankbar sein. Wofür? Du bist jetzt der böse Sohn und ich bin der gute Sohn. Nein, du bist der Idiotensohn. Okay. Stell dir vor, der Baseball ist nass und glitschig. Er flutscht mir aus der Hand und fliegt in Wilsons Fenster. Was würden die glauben, wer es war? Natürlich der böse Sohn. Würden sie nicht? Naja, ich bin nicht der mit der Polizeiakte. Wer kommt denn von uns beiden im Schlepptau von einer Polizistin heim? Hey, was ist, Brad? Kannst du nicht schneller laufen als Mädchen? Hey, hört auf damit. Schluss, Brad, steh auf, du hast zu tun. Komm schon. Hey, Mom, wo ist Dad? Sehr komisch, du Scherzkeks. Willst du dich nicht nützlich machen? So lenkst du Brad nur ab. Besorg uns Müllbeutel, mach schon. Oh, ich hätte fast vergessen, dass ich noch Schularbeiten machen muss. Das machst du gut, Sohnemann. Hey, Spitze, hä? Wenn ich Lackschuh hätte, könnte ich mir selbst unter den Rock gucken. Hey! Weißt du was? Wenn ich abends zurückkomme, bauen wir die neue Auspuffanlage ein. Was meinst du dazu? Ich hab keinen Bock auf dein stinkendes Auto. Du hast mich belogen. Du hast gesagt, ich darf zu der Rallye. Dir fällt nichts ein, wenn ich das Wort Fensterscheibe erwähne? Du kannst mich mal. Was war das eben? Gar nichts. Das gibt 2 Tage mehr, Kumpel. Gut, Kumpel. Mach nur so weiter, dann erhöhe ich auf 1 Woche. Autsch. Alles Gute kommt von oben. Hallo, Nachbar. Entschuldigung, Wilson. Das Röckchen steht Ihnen aber gut. Finden Sie? Einen Augenblick Zeit? Klar, Mac Taylor. Ich komme zurzeit nicht ran an Brad. Der Junge steckt plötzlich mitten in der schlimmsten Pubertät. Hängt nur rum mit Älteren, macht dauernd Quatsch. Neulich Abend hat ihn die Polizei abgeliefert. Ich glaube, das habe ich im Polizeifunk gehört. Wissen Sie, er ist der Älteste. Ein echter Autofreak. Er steht auf schnelle Schlitten, so wie ich. Und dann baut er Mist und darf natürlich nicht mehr zur Monster Truck Rally. Sie wissen doch, die mit den aufgemotzten Lastwagen. Ja, ich weiß. Frau Ziller ist dafür extra reaktiviert worden. Aber das ist ja wohl kein Gegner für Trackenstein. Wilson. Das ist nicht fair. Naja, Frau Ziller war auch mal ganz... Nein, ich meine gegenüber Brad. Ach so. Ich könnte so viel tolle Sachen mit ihm machen. Und dann streiten wir uns nur. Das ewige Dilemma zwischen der alten und der modernen Gesellschaft. Oh ja, das wird's wohl sein, na klar. Er steht an der Schwelle zum Mannsein und weiß nicht, wie er rüberkommt. In Stammesgesellschaften ist das anders. Sobald ein Junge anfängt, Mann zu werden, wird er sofort in der Erwachsenenwelt aufgenommen. Wie? Na ja, da gibt es allerlei Bräuche. Tätowierung, Entfernung von Zähnen, rituelle Beschneidung.
Brad lässt sich noch nicht mal das Haar schneiden. Leider gibt es keine derartigen hübschen Rituale in der modernen Gesellschaft. Wir verlängern die Kindheit über die biologische Reife hinaus und verwirren so das Kind ebenso wie die Eltern. Wahnsinn. Und ich dachte, ich bin ein Idiot. Was soll ich machen? Das kann ich nicht sagen, Tim. Heute muss jeder selbst überlegen, wie er zeigt, dass er den Sohn als Mann anerkennt. Und? Das ist alles. Das ist alles? Mhm. Also ehrlich gesagt, Sie enttäuschen mich diesmal. Aha. Ja, sonst geben Sie mir Tipps und zeigen mir, wo es lang geht. Oder Sie schaffen es wenigstens, mich aufzumuntern. Also das tut mir wirklich furchtbar leid. Tim, legen Sie Ihre Hände auf den Zaun. Ist das so richtig? Kumbaya, guter Freund Tim, Kumbaya. Kumbaya, guter Freund Tim, Wilson. Kumbaya. Kennen Sie Michael Row the Boat Ashore? Michael Row the Boat Ashore. Hallelujah. Schlitten sieht echt klasse aus. Top-Zustand. Alles picobello. Weißt du, ich habe einen Haufen Arbeit reingesteckt, Tim. Naja, ich habe die Ventildeckel verchromt. Was hast du? Und mit Speziallack Block und Ansaugspinne lackiert. Ich wusste gar nicht, dass du auf Autos stehst. Tja, Tim, du hast nie gefragt. Wirklich beeindruckend. Ich kenne sonst keinen, der so liebevoll einen über 10 Jahre alten Kombi-Sargwagen tunen würde. Meine Mutter fand den Wagen hübsch und sicher. Und geräumig. Ist gut, wenn du mal Kinder hast. Oder eine Freundin. Da sollte man Unterhosen tragen. Wieso? Trägt man doch, Tim. Ach, deshalb juckt und kratzt das so. Morgen, Jan. Willkommen, Freunde. Schönen guten Morgen. Sie beide kommen aber früh. Ja. Hallo. Geht doch nichts über der abgebrochene Nacht, den Duft nasser Schafe und fetzige Musik. Wir kommen früher, damit Tim üben kann und sich später nicht blamiert. Ja, du übertreibst. Was heißt ja bla... wow. Ist das so ein Knüppel? Ja, circa 3,50 Meter lang. Seamus trainiert doch ein bisschen für nachher. Wollen Sie sich nicht auch einen nehmen? Ja, ich kann's kaum abwarten. Vielleicht solltest du mit einem kleineren Stamm anfangen. Aha. Ja, wir haben auch noch kürzere für die Damen da. Ich denke, ich nehme schon die Männergröße. Na schön. Alles klar? Ja. Oh Mann. Vorsicht, heiß und fettig. Vorsicht. Weg da. Aufpassen. Hab ihn schon. Vorsicht, immer schön. Gerade halten. Keine Angst, es geht schon. Brad, die letzte Zeit war ziemlich hart, aber ich glaube, ich weiß, was du hast. Deine Hormone schießen dir durch deine industriellen Stammesdinger. Ja, klar, Dad. Hör mal, Brad. Was ich versuchen will zu sagen ist, wenn du gerne reden möchtest, dann bin ich immer für dich da, okay? Ich find's wichtig, dass du... Hast du dir wehgetan? Ich hab mir den Finger geklemmt, dieses blöde Mistding. Was wolltest du machen? Ich wollte das Auspuffrohr ein Stückchen kürzer machen. Das kann ich auch. Nein, das ist Männerarbeit. Dazu musst du erst den Schweißbrenner anwerfen und... Ach komm, versuch's einfach. Meinst du das ernst? Ja. Du weißt, wie der aufgesetzt wird? Logisch, Dad. Hinten festziehen. Okay, jetzt Acetylen und Sauerstoff. Ich weiß. Ich hab dir tausendmal zugeguckt. Okay.
Sachte, sachte. Halt das genau vor die Brennspitze. Ja. Und schön locker. Schneid es da ab, wo es angerissen ist. Okay? Und sei nicht zu langsam, sonst brennst du ein Loch ins Rohr. Wenn du zu schnell wirst, kannst du nicht gerade schneiden. Ein bisschen mehr Sauerstoff dazu. Und jetzt geh runter. So ist es gut. Ah, super. Ja. Na bitte. Geschafft. Ich bin beeindruckt. Danke, Dad. Das war wirklich toll. Wirklich toll? Jetzt beginnt eine vollkommen neue Phase deines Lebens. Ehrlich? Ja. Du hast gerade Metall geschnitten mit der Kraft des Feuers. Das muss gefeiert werden. Gefeiert? Komm schon. Dad, lass das. Moment, wir dürfen auf keinen Fall die rituelle Ölung des Jünglings vergessen. Heiliges Öl, heiliges 10W40er Motoröl. Hör auf, Dad. Was soll denn das? Komm schon, das gehört zum Ritual. Du hast mächtig Schwein. Du hättest hören sollen, was Wilson vorgeschlagen hat. So, jetzt bist du ein großer Junge geworden. Aber viel zu langsam für einen großen Jungen. Oder habe ich eine Tochter? Ich dachte, du bist ein Junge. Na los, so ein langsamer Junge. Vielleicht ist er doch ein Mädchen, das sich verkleidet hat. Siehst du? Ein enormer Schritt. Ein enormer Schritt auf dem Weg zum Mannsein. Und jetzt wirst du im Flur staubsaugen. Godzilla hat einen neuen Rekord aufgestellt. Ach ja? Ich habe mit einem Brenner Metall geschnitten. Ja. Das hättest du sehen sollen. Er hat 19 Autos plattgewalzt. Normal große Autos? Ja. Oh nein. Greg, wir haben eine geile Mütze für dich. Und meine? Wahnsinn. Die hat Mom. Hat's dir gefallen? Hä? War's schön, waren's gute Plätze. Hä? Die Trucks waren wohl ziemlich laut, hä? Hm? Jetzt nicht, ich bin ganz dreckig. Euch werde ich hier nicht zeigen.